Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt in der Kritik oder in der Beschäftigung mit dem Nationalismus, eben genau wie du es gerade schon gesagt hast. Also, dass es fortschrittlich, also, dass es historisch gesehen eine fortschrittliche Idee war und eben gerade die Idee hinter der Nation ja darin bestand, Menschen unterschiedlicher sozialer oder auch regionaler Herkunft, verschiedener Sprachen, verschiedener kultureller Herkunft zu vereinen in einem Kampf eben gegen damals die Feudalgesellschaft und die Herrschenden. Und wenn man die Entwicklung dann weiterverfolgt, ab welchem Punkt kann man denn sagen, ist die Nation nicht mehr fortschrittlich? Ab welchem Punkt wird sie reaktionär? Ja, das war halt eine historische Entwicklung und wichtig. Also ab welchem Punkt, das ist schwierig zu sagen, finde ich. Also es wird oft ja diese Gegenüberstellung aufgemacht, der französisch-republikanische Nationalismus, der dieses fortschrittliche Moment in sich trug, und dem wird dann der deutsch-völkische Nationalismus gegenübergestellt, wo dann tatsächlich sich auf solche biologistischen Merkmale gestützt wurde, wo es dann eben um Blut und Boden ging. Aber dass sich das so entwickelt hat, und das finde ich einen wichtigen Punkt, das war jetzt kein Zufall oder bloß eine unglückliche Abfolge verschiedener historischer Ereignisse, sondern dass sozusagen diese Ausgrenzung bereits in dem Konzept der Nation drinsteckte. Also dass sie auch als fortschrittliches Konzept bereits eben die Regression und Ausgrenzung und Unterdrückung in sich trug. Und gleichwohl ist es ja auch so, dass dass die Ideen der Nation oder auch der Nationalismus, dass die auch jenseits des völkischen Nationalismus ja immer auch irgendwie in einem Verhältnis steht zur kapitalistischen Gesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft eine Funktion hat. Und das fände ich auch nochmal interessant, das vielleicht auf dieser allgemeinen Ebene herauszuarbeiten, wenn man sich das anguckt. Wir haben eine Klassengesellschaft im Kapitalismus, wir haben sozusagen Warenverhältnisse. Welche Funktion nimmt in diesem Zusammenhang dann die Idee der Nation oder die Ideologie des Nationalismus ein? Genau, das ist eben der Punkt. Das ist also auch schon sozusagen in ihren Ursprüngen historisch als, ich würde jetzt mal vorhin demokratisches Konzept bezeichnen, dass eben es sozusagen auch damals diese nationalen Bewegungen nicht nur fortschrittliche soziale Bewegungen waren, sondern dass sie eben genauso einer gewissen ökonomischen Notwendigkeit auch entsprungen sind. Also dass es von Anfang an sozusagen beides war und dass damals ja auch im Konzept der Nation, und das kann man in der Geschichte des Nationalismus bis zum heutigen Tag auch feststellen, dass sich eben auch immer gewisse gesellschaftliche Gruppen ganz stark an solchen nationalen und nationalistischen Bewegungen beteiligt haben, aus vorrangig eben wirtschaftlichen und ökonomischen Interessen heraus. Und dass da auch wieder sozusagen diese Ambivalenz in der Nation drinsteckt. Und das kann man sogar auch, finde, und das ist ja also ein Schwerpunkt, mit dem ich mich auseinandersetze, ist ja auch so eine linker Nationalismus oder linke Bewegungsgeschichte. Und da kann man selbst bis hin zu diesen nationalen Befreiungsbewegungen und antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen eben auch sehen, dass sie auf eine gewisse Weise auch so einer die Bedingungen der Weltmarktkonkurrenz entsprochen haben und quasi auch so ein bisschen gezwungen waren, sich dem Konzept der Nation zu bedienen. Ich denke, auf die nationalen Befreiungsbewegungen, auf die antikolonialen Bewegungen werden wir auch gleich nochmal zurückkommen. Ich würde sozusagen da nochmal ein bisschen zurückgehen, was dieses Verhältnis von linker Bewegung und Nationalismus betrifft, das du jetzt schon angeschnitten hast. Es gab ja im 19. Jahrhundert eine Bewegung, die ja eigentlich dazu angetreten war, die kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden, die auch sozusagen einen ausgesprochenen Internationalismus gepflegt hat, die historische Arbeiterbewegung. Wenn man sich das da mal anguckt, wie war denn das Verhältnis dieser historischen Arbeiterbewegung zur Nation, wenn man das so zusammenfassen kann? Naja, es gibt ja diesen berühmten Ausspruch oder Satz aus dem Kommunistischen Manifest, die Arbeiter haben kein Vaterland. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, hat das eigentlich nie der Realität entsprochen. Und es gab auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung immer viele Diskussionen, gerade über diese sogenannte nationale Frage. Und wenn man sich da die Texte anguckt, von auch bekannten Vertretern und Vertreterinnen der Arbeiterbewegung, wird ganz schnell klar, dass sie sich keineswegs, bis auf wenige Ausnahmen, dazu gehört dann vor allen Dingen Rosa Luxemburg, aber dass sie sich im Großen und Ganzen keineswegs als antinational oder ähnliches begriffen haben, sondern dass es ihnen sogar sehr wichtig war, dieses
Nationale ihrer Arbeiterbewegung hervorzuheben. Und da gibt es viele Texte und Flugblätter, die veröffentlicht wurden, wo sich ihm dagegen verwehrt wurde, dass man kein Vaterland hätte und dass man sozusagen diese vaterlandslosen Gesellen darstellen würden, sondern dass das ein internationaler, also ein nationaler Kampf war und sozusagen auch dieser Internationalismus gründete immer auf diese Idee, dass es eben tatsächlich nicht das Nationale sprengen oder überwinden sollte, sondern dass es eben darum ging, dass sich die verschiedenen Nationen zusammentun. Aber auch da wurde halt dieser Grundbegriff der Nation und diese nationale Weltordnung nicht hinterfragt. Wenn man jetzt die Geschichte der Arbeiterbewegung weiterverfolgt, dann kann man ja sehen, dass gerade durch den Nationalsozialismus dann da ein Abbruch stattgefunden hat, also in Deutschland ganz konkret, weil die Arbeiterbewegung, die Institutionen der Arbeiterbewegung zerschlagen worden sind durch die Nazis. Aber ich denke, dass der Zweite Weltkrieg insgesamt auch in den anderen Ländern einen Bruch bedeutet hat, was die Arbeiterbewegung bedeutet hat. Und wenn wir dann danach sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg gucken, dann kann man ja schon auch in solchen Bezeichnungen wie Neue Linke sehen, dass es da einen Neuanfang gibt und vielleicht auch eine neue Bestimmung in Sachen Verhältnis zur Nation, was aber dann sozusagen für die 60er Jahre dann ganz relevant wird. Das hattest du jetzt schon angesprochen, sind sozusagen die Aufstände in der sogenannten Dritten Welt und die sich dann oftmals zu nationalen Befreiungsbewegungen sozusagen formiert haben. Du hattest vorhin, als du auf diese nationalen Befreiungsbewegungen zu sprechen gekommen warst, schon angedeutet, dass es da eine gewisse Rationalität gibt oder vielleicht auch irgendwie so eine gewisse relative Notwendigkeit vielleicht, dass sich diese Bewegungen erstmal sozusagen zu einer Nation formiert haben. Kannst du das nochmal beschreiben? Also in welcher Entwicklungslogik steht das, dass sozusagen diese antikolonialen Befreiungsbewegungen sich dann sozusagen auf die Idee der Nation beziehen? Ich denke, es sind eben zwei Punkte. Der erste Punkt ist genau dieser, ich nenne es jetzt mal historische Fakt, dass tatsächlich halt das Konzept der Nation ursprünglich auch mal ein revolutionäres Konzept war und sich vom Beginn der antikolonialen Bewegung und dann eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es so diese Blütezeit der antikolonialen nationalen Befreiungsbewegung gab, dass sich da eben auf dieses historisch eigentlich erfolgreichste Konzept der Revolution berufen wurde, nämlich die Nation. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass im Rahmen der kapitalistischen Weltordnung diesen Bewegungen eigentlich quasi gar nichts anderes übrig blieb, als sich auf das Konzept der Nation zu berufen, weil die Nation oder in dem Fall dann die Nationalstaaten, was jetzt nicht das Gleiche ist, aber ja doch sehr eng miteinander verzahnt, sind ja die einzig legitimen Akteure im Weltmarkt. Und wenn diese Bevölkerungen, die ja auch tatsächlich in ihrer Mehrheit in den Ländern durch die kolonialen Verhältnisse unterdrückt und ausgebeutet wurden, wenn die sich also aus dieser Unterdrückung befreien wollten und sozusagen Teil sein wollten der Weltpolitik, der Weltgeschichte, dann mussten sie sich zur Nation erheben. Also so ein bisschen, die Nation kann man als so eine Eintrittskarte für das Spielfeld betrachten. Und das Spiel ist, wenn man eben so möchte, die Weltmarktkonkurrenz. Und bis dato waren es eben entweder die kolonialen Machthaber oder einzelne autokratische, diktatorische Machthaber, die sich sozusagen um die Ressourcen ausgebeutet haben, die Länder ausgebeutet haben. Und um das zu ändern und eben selber an diesem Spiel teilhaben zu können, mussten sich die Bevölkerung auf dieses Konzept der Nation berufen, weil nur das ist das anerkannte Konzept, mit dem man dann eben an den runden Tischen sitzen kann oder Teil der Vereinten Nationen sein kann. Also du hast jetzt gesagt, dass sozusagen im Rahmen des Bestehenden eine gewisse Notwendigkeit bestand, sich da auf die Nation zu beziehen. Was wäre denn dann trotzdem der Kritikpunkt? Also was ist denn deines Erachtens trotzdem verkehrt daran, sich auf die Nation zu beziehen? Fängt natürlich an bei den grundsätzlichen Kritikpunkten. Also die Nation ist eben auch vor allen Dingen eine Kategorie sozialer Grenzziehung, heißt, sie baut darauf auf, dass sie ein Wir und die anderen schafft. Und das Konzept der Nation verliert seinen Sinn, wenn man nicht davon ausgeht, dass es noch andere Nationen um einen herum gibt. Und deswegen steht es halt grundsätzlich der Idee, einer kosmopolitischen Idee entgegen und auch der Idee, dass man für eine weltweite Befreiung kämpft, weil es eben erstmal nur um die eigene Nation geht. Gleichermaßen unterdrückt die Nation ja genauso auch die eigenen Mitglieder. Also es ist ja kein Akt freien Willens. Das war zwar ursprünglich die Idee der Nation gewesen, aber in der Realität hat sich das eben nicht umgesetzt. Es ist kein Akt freien Willens, ob man jetzt Teil der Nation ist oder nicht.
Und ich finde, gerade in Bezug auf die nationalen Befreiungsbewegungen, also man sieht ja einfach, wenn man sich die Welt anguckt und auch die Geschichte, dass dieses Konzept der nationalen Befreiung offensichtlich nicht funktioniert. Und dafür gibt es eben dann auch wieder materielle Gründe. Aber große Teile der Weltkarte oder viele Staaten auf der Erde sind das Produkt erfolgreicher nationaler Befreiung. Und wenn man sich diese Gesellschaften anguckt, können die aus einer emanzipatorischen Perspektive keineswegs als befreite oder freiere Gesellschaften gelten. Und man sieht das ja auch allein daran, dass sich in vielen Ländern, die sich sozusagen im Rahmen von so einer nationalen Befreiung aus kolonialen Verhältnissen gelöst hatten, dass dann wenige Jahrzehnte später erneut nationale Befreiungsbewegungen entstanden sind, die gegen die aktuellen Verhältnisse gekämpft haben, die wiederum ein Produkt nationaler Befreiung waren. Und allein an diesem Punkt müsste man sich ja überlegen, okay, da hat irgendetwas nicht funktioniert, und dann eben nach den Gründen suchen. Wenn wir uns die linke Bewegung heute anschauen und da gucken, wie die Beziehung zur Idee der Nation sind, wie die Beziehung zum Nationalismus ist, würdest du sagen, dass die linke Bewegung, die radikale Linke, dass die da Fortschritte gemacht hat? Ich denke, es ist schwer, die Frage so allgemein zu beantworten, weil es auch einfach sehr starke regionale oder dann doch auch wieder nationale Unterschiede gibt. Also in Deutschland gibt es ja auch einfach seit Anfang der 90er Jahre gibt es ja viele Diskussionen mit Antinationalen und dann eben auch den Antideutschen. Und da gab es ja auch viel Kritik am Begriff der Nation und auch an der oft ja blinden Solidarität mit nationalen Befreiungsbewegungen. Gleichzeitig, und das war auch eine Motivation für dieses Buch für mich, ist es ja so, dass wenn man in andere Länder guckt, dieser Begriff einfach noch ganz anders konnotiert ist. Und es ist ja doch so ein bisschen verwunderlich. Also in Deutschland gibt es eben regelmäßig antinationale Demonstrationen. Und wenn man 1000 Kilometer im Süden guckt, nach Katalonien oder ins Baskenland, da gibt es von linksradikalen Demonstrationen für die Nation. Und da ist Nationalist eine linke Selbstbezeichnung. Und in vielen lateinamerikanischen Ländern des Nationalismus wird aufgefasst als eine antiimperialistische Strategie gegen neokoloniale Verhältnisse. Und ich würde, also global betrachtet würde ich sagen, ist die Nation und auch Nationalismus immer noch ein fester Bestandteil linker Bewegung. Ich würde als abschließende Frage vorschlagen, den Blick auch nochmal von der linken Bewegung abzuwenden und zu gucken, wie es eigentlich sozusagen im Rest der Bevölkerung aussieht. Wenn man sich mit der Geschichte der Nation und des Nationalismus auseinandersetzt, dann wird man ja darauf stoßen, dass Nationalismus eigentlich eine Ideologie ist, die sich in einer ständigen Wandlung befindet. Also es gibt den Nationalismus, der sich sozusagen vorbereitet überhaupt erst auf eine Nationengründung. Es gibt den Nationalismus, der eine Nation hat. Es gibt republikanischen Nationalismus, völkischen Nationalismus. DDR und BRD hatten unterschiedlichen Nationalismus, die wiedervereinigte BRD hatte dann auch nochmal einen anderen Nationalismus. Wenn man sich die politische Landschaft heute anschaut, dann kann man, glaube ich, irgendwie sehen, dass es einen Backlash gibt, dass es sozusagen einen verschärften Nationalismus gibt. Zunächst erstmal, würdest du das bestätigen, dass es heute einen verschärften Nationalismus gibt? Und wenn ja, wie sieht der denn so aus, wenn man das der Tendenz nach zusammenfassen kann? Ich würde auch zustimmen, dass es einen verschärften Nationalismus gibt. Also zum Beispiel in Bezug auf Deutschland würde ich auf jeden Fall sagen, dass auch in den letzten Jahren so ein völkischer Nationalismus, gerade im Rahmen auch von diesen Bewegungen wie Pegida oder der AfD, wieder zunimmt. Und ich meine, Thilo Sarrazin hatte das mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab schon ein paar Jahre vorher sozusagen vorweggenommen. Das ist einfach nur ein völkischer Endzeitroman, wo auch die Nation wieder über Vererbung, Blut und Boden bestimmt wird. Und deswegen sehe ich da schon eine Verschärfung. Und ich würde sagen, global betrachtet gibt es eine Zunahme an solchen nationalen Identifikationsmustern. Ich gebe dir auch auf jeden Fall recht, dass er halt auf sehr viele verschiedene Arten auftritt. Ich finde es da immer sehr wichtig zu gucken, welche eben auch ideologischen Funktionen sozusagen allen Nationalismen zugrunde liegen. Und dann eben auch zu gucken, also jetzt gar nicht dann so riesige Unterschiede zu machen, die es natürlich gibt zwischen einem völkischen Nationalismus der AfD oder einem linken Nationalismus, zum Beispiel jetzt in Katalonien. Aber wenn man das ein bisschen weiter runterbricht und gerade auf so eine subjektive Ebene geht und guckt, Was gibt das den Leuten und wie hängt das zusammen mit der Stellung der Menschen in der kapitalistischen Moderne,
dann merkt man, dass es da dem doch viele Ähnlichkeiten gibt. Und vielleicht noch ein Satz zu diesem Backlash. Also ich finde, dass man oft, das hast du ja in der Einleitung auch gesagt, man vergisst oft, wie nationalistisch die ganze Gesellschaft geprägt ist und dass es sozusagen so eine unhinterfragte nationale Weltordnung gibt, die sowas von der zweiten Natur hat. Und deswegen sind ganz oft, wenn dann von einem Rückfall in den Nationalismus die Rede ist, das hat man jetzt wieder oft mit dem Brexit in der Diskussion gehabt oder als die Grenzkontrollen wieder eingeführt wurden. Ich sehe das nicht als einen Rückgriff auf irgendein veraltetes Konzept an, sondern dass es tatsächlich so ein Prozess ist, der aus den ganz aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgeht. Und das ist auch der entscheidende Punkt, wo man den Blick drauf wenden muss, wenn man eine Kritik am Nationalismus formulieren möchte.